So, jetzt habe ich mir mal meinen SE30 geschnappt und eine Micron Exceed Color Card eingebaut, die es mir erlaubt, einen externen Monitor, in diesem Fall diesen schicken Farbmonitor hier, anzuschließen. Ja, und quasi ein Dual Screen Setup zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Schalten wir den ganzen Quatsch doch mal ein. Und schauen, ob das wirklich funktioniert. Und wenn, was genau? So, die Streifen sind normal, der zählt die 20 MB RAM hoch. Das frequente Geräusch ist auch nicht so der Hit, aber gehört dazu. So, und wir haben hier schon automatisch ja, den zweiten Monitor als Hauptbildschirm. Auch nicht schlecht. Im Moment noch schwarz-weiß. Ich schau mal, ob wir das ein bisschen so können wir einstellen. Passt. Super. Ja, da haben wir das Ganze jetzt. Noch haben wir hier schwarz-weiß. Schauen wir doch mal, ob wir das umstellen können. Sorry für das Geflacker. Das ist nun mal bei alten Monitoren so. Tatsächlich erkennen wir Bildschirm 1, Bildschirm 2. Jetzt achten wir doch mal da oben einfach auf das Logo in der Hoffnung, dass es aufhört zu flackern wie so ein. Oh, schrecklich. Naja, also Farbe. Und gib ihm. Siehe da, wir haben Farben. Jetzt lassen wir mal schauen, ob er wirklich erkennt, wer ist Monitor 1, Monitor 2. Ja, hat er. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Graustufen, Schwarz-Weiß oder Farbe? Nö, haben wir nicht. Ja, passt. Ja, Macintosh SE integrierte Grafikkarte oder Videokarte. Super. Hey, ich wusste gar nicht, dass. Oh, schön. Dass wir da farbige Symbole haben können. So. Machen wir doch mal den Test und öffnen mal ein paar Testbilder. Oh, dieses ganze Geflacker tut mir doch richtig leid. So. Ja, der SE30 ist nicht die schnellste Kiste. Wow, das ist sogar ein richtiges Farbbild. Ah ja, nee, das skaliert das dann neu. Ist ja ungeil. Okay. Und man sieht, sobald er etwas in den Vordergrund schiebt, wird der Rest schwarz-weiß wieder. Ganz praktisch. Schöne Farbe. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man. Ja, das funktioniert sogar. Um mal zu sehen, wie schwarz-weiß aussieht. Das sind nur Punkte. Wow. Und hier ist der Rest des Bildes. Ja, das holen wir uns wieder zurück auf den anderen Monitor. Lecker. So, und schon haben wir wieder Farbe. Eins geben wir uns noch. Und dann war es das auch schon. Images. Genau. Ich glaube, ich habe irgendwo hier. Ja, das da ist doch nicht schlecht. Das ist ein Werbefoto mit Steve Jobs und Apple Lisa. So, schauen wir mal. Ja, super schnell wie immer. So. So, gleich haben wir es geschafft. Das hat jetzt echt lang gedauert. So. Ach ja, jetzt kommt noch das Dekomprimieren. Oh, das dauert auch noch mal einen Moment.
Das tue ich euch jetzt nicht an, wie das hochzieht. So. So, das haben wir auch gleich geschafft. So, oh ja, ist das nicht geil. Boah, das erinnert mich an Modemzeiten. Und gleich sind die Mopsbilder fertig. Oh, jede Minute, jede Sekunde kostet Geld. Ja, es gab ein Internet vor dem schnellen Internet, da war es genau so. Herrlich. Es erinnert mich doch tatsächlich so an Anno 1998 war es auch noch so zum Teil. Herrlich, da haben wir ihn. Stefan Arbeit oder auch Steve Jobs. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Bild nehmen und wir schieben uns das mal zur Hälfte auf den Monitor hier rüber. Ah, es wird halb dekomprimiert hier nochmal. Oh ja, interessant. Boah, herrlich. Ja, das sind Schwarz-Weiß-Stufen im Vergleich zur Farbe. Eigentlich müsste ich jetzt hier noch die Graustufenkarte einbauen. Das wäre doch mal ein interessantes Setup, der Mac SE 30 mit meiner Micron Exceed Graustufenkarte oder Graustufenkit. Das war die Karte mit dem Macro Color 30, genau. Und dem Neckboard, also dem Aufsatz hier, damit der interne Monitor echte 256 Graustufen darstellen konnte. Vielleicht klappt das auch in Kombination dann mit dem externen Monitor, dass wir da dann Farbe haben. Graustufen, Farbe. Das wäre, denke ich mal, der nächste Versuch. Super. Ja, super geil. Toller Vergleich. So, gehen wir mal rüber mit der Maus. So. Schieben das Ganze hier zurück. In der Hoffnung, dass er nicht nochmal. Oh, herkommt, ihr komprimiert ein halbes Bild. Auch nicht schlecht. Ja, können wir das abbrechen? Weil das muss jetzt nicht sein. Nee. Können wir nicht. Ja. Okay. Dann warten wir kurz, bis es wieder vollständig da ist, um es nur dann zu schließen. So. Das schnelle Internet. So. Ab dafür jetzt machen wir nur eine Sache, so wie wir es im Büro kennen. Schauen wir mal, ob das geht. Oh, das geht sogar. So. Das bedeutet normalerweise. Oder auch nicht. Ich dachte, das geht. Dass man den Monitor rechts und links einstellt. Aber es geht bestimmt auch. Super. Naja. So viel dazu. Mac SE 30 mit Exceed Color Card. Mit dem RGB-Monitor. Sieht doch schon fein aus. Ja. Das heißt, wir sehen uns bald wieder mit einem weiteren interessanten Setup. Jo. Bis dahin, ciao.